Grüß Gott, schön Hallöchen, zurück zum Qualifying, gell? Alles klar. Sag mal, Alles. Piep. Jeff hat gesagt gerade, alles klar. Von daher habe ich. Also gut. Hallo, Öse, willkommen zum Qualifying hier auf. Spar dir das? Nee, das ist ja Monza. Ja. Und nicht in Frankreich, nein. Nee, das Qualifying. Im Qualifying konnten wir die Karre nicht ins Ziel bringen. Im Training, nicht im Qualifying. Jetzt habe ich selber noch gerade. Ich hab's gerade noch Ja, gesagt. ja. Läuft. Au, au, Strecke ist wieder voll, vor mir ist ein Ferrari rausgefahren, au. Und noch einer. Damals noch mit Agip drauf, mit der Tankstelle Agip. Vielleicht kennt die einer von euch. Eigentlich nicht, aber in Aber ich Italien muss. gab es damals sehr viele Agips. Ja, Entschuldigung. Hey, alles gut. Ich wollte mal gerade anmerken, ich habe ja mir das von Pete Sweet angeguckt, Formel 1. Also die Grafik mäßig, ne, vom Spiel ist bei denen, sieht aber ganz anders rüber, ey. Doch. Aha. Die haben, das ist viel gestochen, viel schärfer. Ja gut, die haben ja auch andere Rechner wie du. Wieso war das klar, dass jetzt so eine Antwort kommt? Ja, ist doch so. Ist ja dein alter Rechner. Ja, die haben halt das Neueste vom Neuesten immer da rumstehen, ne? Mein Gott. Ja, diese Kurve. Ja, musste ich erstmal. Da sahen die Renault wenigstens noch wie Renaults aus, die Renault Benetton, Alter. Schön in Blau mit dem Gelb da dran. Alter, mal, wie wär's? Alter, das wäre doch mal so ein Vorschlag zu Güte, ey. Neueren Boliden mit etwas mit dem alten Style von wegen Ja. Lackierung und so weiter. Boah, das wäre doch mal wieder so ein schöner Retro-Look, ey. Ja, das finde ich ja das Geile bei Ferrari. Die haben ja jetzt wieder das dunklere Rot genommen, was sie damals auch hatten. Alter, sorry, dass ich gerade, aber Nö, nee, alles gut. man merkt die Karre, wenn es eine längere Gerade ist, Alter, wie der Ferrari dann so richtig aufholt, wie er dann so richtig nochmal Luft holt und dann durchstarten will, ey. Boah, ich krieg Gänsehaut gerade, das ist ja krass geil, Naja. Ah, ich habe leider keine freie Bahn. ich habe auch zwei, die machen sich gerade die Socken. Oh, Sockenschaft davon. Ich habe gerade den Zweitplatzierten vor mir, okay. Michalski und den anderen kann ich nicht lesen. Aber der vor mir fährt einen neueren Red Bull. Ich glaube, da komme ich nicht dran. Ah, ne, ist ein Ferrari, okay, doch. Ah, ne, das ist der McLaren, der Ah, mitfährt. Ach, nein! nee, nee, nee. Nein, 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 nein! Hör auf! Oh! Oh, Alter! Die Karre dreht nur noch durch. Wahrscheinlich jetzt gerade das ganze Moos unter dem Reifen. Die Runde ist schon Arsch. Ja, der Fahrer hat sich nicht mehr eingekriegt. Ja, durch mein Überholmanöver gerade ist auch wieder Zeit flöten gegangen, Ja, 1,28, ja, da wäre ich jetzt dran gewesen mit der Zeit, Okay, du aber. musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. P2, du Ja, bist die Runde muss ich zurzeit auf erzählen, jetzt habe ich Platz kein 2. Benzin mehr. Da haut der Michalski mal eben eine Zeit raus, doch. Was ein Name. So. Ja. Jetzt kommt Alex die Murray. Camillo-Lieblingskurve hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Keine geile Zeit. Überhaupt keine geile Zeit. Nein, 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 Bremse! Die Zeit war ja sowas voll für den Arsch. Irgendwo bin ich noch zu lahm. Ja, mehr Benzin brauche ich auch nicht, Jeff, also ruhig. Aber wenn man weiß, wie es geht, kann man das Ding schön auch um die Ecken schlittern lassen. Oh Aber ja. ist nicht gut für die Reifen. Gar nicht gut. Komm schon, jetzt aber! Jawohl! Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Sauber. Boxenstopp. Ah, langsam weiß ich, wie ich fahren muss.
Ja, ich fahr doch gleich an die Box, meine Güte. So, wollen wir nochmal gucken? Butschaka lecker, Mecker! Oh nein, oh! Boxenstopp! 1,23,8, Baby! Das nehmen wir! Ach, Mann! Spoiler kaputt. Ja, jetzt hab ich jetzt. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Ja, es ist geil, wenn man mehrere ältere Autos auf der Strecke hat, kann man sagen, dann kann man mal gucken, wie das damals mal noch so alles ausgesehen hat und so. Richtig geil. Wenn dann die Reifen dreckig sind, bei der Karre ist Feierabend. Ich glaube, dies ist etwas anders als wie bei den neuen. Naja, klar, weil die nicht so breit sind wie die neuen. Und bei den neuen hast du ja verschiedene Mischungen, hier hast du ja nur eine. Ja, aber da hast du auch wenig Widerstand als bei den breiten Dingern. Ja, dafür kommst du aber nicht um die Kurven so richtig dann. Alles seine Vor- und Nachteile. Deswegen, die neuen sind stabiler auf der Strecke, sind nicht gerade lahm, aber dafür sind die alten halt eben schnell. Ja, das ist halt, kann man nehmen, wie man will. Jetzt ist mir der Sprit alle. Alles klar. Ja, ich komme noch mit genau 0,10 in die Box, das reicht. So, bei mir geht es auch noch mit 147. Ja, Verwarnung, rasen die Boxengasse. Da ist die Boxengasse, muss man auch aufpassen. Die ist ziemlich früh am Anfang. Dann ist der Virus vor mir, alles klar. Da ist gerade Ferrari hinten noch hinterher gewesen. Ja, ja, dann bist du ganz in der ganz letzten Box drin, alles klar. Ich bin genau hinter dir. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ja, das ist die gute Frage. Weil, wenn du in die Box musst, hast du einen längeren Anfahrtsweg. Da sind andere, die eher drin waren, schnell an dir vorbei. Eventuell. Ja, du bist der Erste, der auch so, dann. Ja, da bist du, das ist, Mauchel, ne? Man könnte ja da... Von daher ist eh wurscht. 1,23, Mann, nicht schlecht, Alter. Oh, ich sehe gerade hier, die haben ja hier links in der Seite von dem Ferrari drin, im Cockpit haben die ein Ferrari-Schild drin hängen. Man kann nur nicht lesen, was draufsteht. Boah. So, dann wollen wir doch mal gucken. Zehntel, Alter. Im Sektor 3 die Zehntel, ey. Boah. Krasses. Ja, sogar nur ein Fünftel, wenn du es so nimmst. Das hast du aber echt, guck mal, da durch die Ecke gezimmert, das Teil, ey. Jo. Ferrari-Schild, linke Seite, jo. So, wie lange geht das für den Fall? Sektor 2 war gut. Aber jetzt muss ich erstmal dran gewöhnen, dass man auch Japaner und so dabei hat, guck mal an. Vor allem hast du noch eine Frau beim Rennen dabei. Das hast du heutzutage nicht mehr. Das ist auch so eine Kerle. Ja, sogar mehrere. Zwei. Da fand ich diesen Vodafone, diesen Chrom und Rot, finde ich natürlich auch klasse. Also. Ja. Ja, gut, das ist dann. Das ist der Mercedes, der mitfährt, weil. Ach nee, das ist die einzige, die gerade auf der Strecke ist. Kann mir ja gar keinen anderen angucken. Die Strecke ist leer. Wow. Jo, ist die einzige, die fährt. What the fuck? Ich habe extra nur ein 2008er Mercedes dabei geklatscht, weil ich mir gedacht habe, sonst sind die zu schnell. Alter Verwalter. Ja, die sind die anderen alle am Anfang raus, wo wir auch gefahren sind. Naja, klar. Fährt die jetzt ihre Zeit oder fährt die jetzt gleich rein? Das bin ich gespannt. Die fährt, glaube ich, ihre Zeit, so wie es ausschaut. Ja. Ja. Okay, hätte man doch mehr Mercedes einbauen können. Egal, ich wollte nicht noch so mehr Hemmelwurst-mäßige dabei haben, deswegen passt das jetzt, schon. Jetzt fahren sie raus. Wow, okay. Kurz vor knapp wieder, ist ja immer so. Mal gucken, wen haben wir denn da noch? Kann immer noch nicht, doch jetzt. Ja, man merkt definitiv, am Ferrari fehlt das Marlboro-Zeichen. Der sieht ziemlich leer aus. Ja, ja, vorne auf der Haube fehlt's und hinten auf dem Spoiler fehlt's. Grausame Tat, grausame Tat.
Der sieht so nackig aus. Jetzt wenn ist er wieder... voll. Oh, der alte Renault, der sieht so geil aus. Mit diesem Benetton-Look, mit dem Gelb-Blau. Ja, ich habe gerade den Wilhelm Kaufmann hier mit seinem... ja, ich auch. Ja, das ist eine gute Farbkombination. Damals auch schon gewesen. Oh ja, und damals gab es diese Benetton-Taschen noch, diese grünen. Da ist man ja auch immer wie wild drauf gewesen. Konntest du von der Tanke diese Punkte sammeln und beim Einkaufen und dann konntest du diese Benetton-Taschen. Ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Benetton-Taschen und Rucksäcken. Ja, erst ist ja damals Schumi noch für Dings gefahren, für Renault. Und so alleine deswegen schon war das ja... Ah, das waren noch Zeiten. Schumi war dann mehr Ferrari-Volksheld. Der hat da echt Sachen geliefert da. Der Wahnsinn, einfach der Wahnsinn. Naja. Sehr gutes Talent. Leider hat sich das Talent ja beim Skifahren... Naja, so kann's gehen. Wenn du das überlegst, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her alles, du. Ja, man, die Zeit vergeht. Vor allem, man hört aber auch gar nichts mehr von ihm, so, oder generell. Also das ist schon, man wird gut abgeschirmt und nichts erzählt und so. Das ist schon. Naja. Aber wir sehen gerade einen Zweikampf hier von Alex Murray im Ferrari gegen... Leichte doch hier. Alter, wie die das so hinkriegen, so mit dem Dings da. Hast du gesehen, wie die durch die Kurve sind? Naja. Oh, da ist er wieder. Oh, guck dir das an. Oh. Das kriegen wir ja bei den neuen nicht so schnell zu sehen, dass die mit den alten, die wurden anders programmiert irgendwie. War der Bot noch, oder? Die KI. Aber nee, ich habe ja die KI auch ein bisschen hochgestellt. Da war's weg. Oh, mit 1,26, 27, 28. Ja, wir haben da gut Vordings. Oh ja. Oh, meine Teamkollegin auf Platz 14 läuft. Ah. Aber ansonsten, guck mal, nur 2004er Ferrari vorne, allesamt. Ja. Ich hätte da nicht so viele von reinnehmen sollen. Oh, muss der McLaren abgeblieben auf 10, alles klar. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Rennen wieder. Bis gleich.